freue mich. Ich freue mich so sehr. Wie ein kleiner Bär. So klein und süß. So zärtlich wie ein Bär. Ein kleiner Bär. Ein Wehrbär. Der nur zum Vollmond so richtig klein und süß wird. Normal ist dieser Bär fürchterlich. Blutrünstig, zerfetzt, kleine Kinder. Aber zum Vollmond wird er zum Wehrbär. Klein und süß, knuddelig. Kinder lieben ihn. So, naja, gut. Kann ich einen Bronzestab fehlen mir dafür? Würde ich halt gerne noch upgraden, wisst ihr? Wisst ihr? Warte mal, Bronzestab. Zum Glück vergesse ich immer, wo wir die ganzen Sachen machen können. Da fehlt nur noch das Rezept dafür, aber da sind wir gerade dran. Hier können wir direkt mal 10 Stück machen. Hier können wir direkt mal 10 Stück machen. Energie noch vollballern. Wo wir gerade hier sind, noch ein bisschen drüber wischen, wa? Okay, ist noch. Dann geht's hier direkt weiter. Steine zerlegen. Maschine. Können wir auch wieder ein bisschen Stuff reinschmeißen. Der ist auch noch gut dabei. Komm, erweitern wir direkt nochmal um ein paar. Ich wollte noch Holz sammeln gehen. Werde ich auch gleich. Hier haben wir 37er Vorrat. 3 Bronzestäbe Vorrat. Weiß ich jetzt nicht. Ist ein bisschen wenig, finde ich. Zumal wir die jetzt auch zum Upgraden brauchen, ne? Ist nicht zu unterschätzen, Leute. Oh oh. Da war der Saft schon fast leer. Wie sieht's hier aus? Auch der Saft schon fast leer. Da können wir auch nochmal 2 Nachschub bringen. Mechanischer Schrott auch nochmal. Auch fast leer. Wahnsinn. Unsere Vorräte neigen sich dem Ende. So, na gut, dann gucken wir, dass wir den Anzug gebaut kriegen. Ich hoffe mal, dass er hier sein wird. Wahrscheinlich unter weiteres, ne? Ja, genau, da ist er doch. Jude-Anzug. Na dann. Irgendwann bekomme ich meine ruhige Ecke. Irgendwann bekommst du sie endlich. Und seltsamer Kraftkern. Auch eingesetzt, mega nice. Jetzt haben wir ein Elfenhandbuch. Ach ne, Quatsch. Einsammeln. Wir haben ihn fertig. Jetzt ist die Frage, ich mit Heidi. Ich will den gar nicht abgeben. Ich will den selber usen. Kann ich das? Lass mich mal eben nachgucken. Die ist halt auch strong, ne? Die hat leider keinen. Die würde ich gerne upgraden. Benötigt Stufe 22. Ich hoffe, dass wir die mit Stufe 22 upgraden können. Den Veredler selber können wir gar nicht upgraden. Der hat keine weitere Stufe, ne? Guck mal eben. Weil die können wir aus irgendeinem Grund nicht upgraden. Ist nicht mit hier mit dabei. Aber die ist halt strong. Aber vielleicht, wenn wir das Level erreicht haben. Schade, wir können nichts mit dem machen. Na dann auch zu Heidi. Wir müssen übrigens... Oh nein, ich muss ja noch Quests machen. Ja, aber schade, dass du ihn nicht nutzen kannst. Ja, noch nicht. Der Hilfs-Sheriff ist da, Leute. Der Hilfs-Sheriff. Der Kapitän. Capitano. Wie schaut's denn hier aus? Guck mal, Alter, wir sind noch ganz wenige Punkte hinter Jan. Das heißt, guck mal, die in grün. Kriegen wir, glaube ich, hin, ne? Herausragend. Wir craften die, glaube ich, in grün. Gibt 50 Punkte. Ich habe halt nicht so viele Blutsteine itself. Ein Eisendolch. Oh, der gibt 4. Ich probier's. Ein Veredler. Ich probier's. Glaslinsen. Ich probier's. Nicht. Naja, gut.
So, ich präferiere jetzt mal die Mission, ne? Also nicht Heidi, erstmal die Dailies. Weil es ist immer gut, die frühzeitig zu absolvieren. Dann kriegst du halt Bonis. Boni. 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 So, und das machen wir jetzt erst. Kannst direkt eigentlich hier parken. So, einmal für Edler. Müsste ich doch hinkriegen, Leute, oder? Ich habe gerade alles irgendwie auf Vorrat. Ein paar Sachen, die ich nicht auf Vorrat habe, die baue ich gerade. Oh, Gummi. Wird es am Gummi scheitern? Nee? Oh mein Gott, haben wir viele Gummischalen. Bronzeklingen. Kriegen wir aber auch hin. Eine Bronzeklinge für den guten Serer. Und rein hier. Es gibt schon mal extrem viel. Hier ist es so bullig. Ja, bei uns auch. Also, wir sind richtig gebrannt da draußen und die Ziegen, die sind richtig eskaliert, die lagen im Schatten und hatten Atemprobleme. Ziegen sind halt null hitzeresistent, muss man noch dazu sagen. Deswegen haben wir auch den Hundepool dahin geschleppt und haben probiert, die so ein bisschen vor der Hitze zu schützen. Ah ja, und die Klinge. Wir brauchen noch eine, hier, eiserner Dolch. What the fuggly duggly schnuggly muggly? Was ist denn das? Die Stachel eines oh nein, okay. Und was ist das hier? Nähmaschine Stufe 1 benötigt. Das kriege ich wahrscheinlich schon gemacht. Das kriege ich nicht hin. Scheiße, ich habe eine Quest angenommen, die ich nicht machen kann. Sehr gut. Kacke. Scheiße. Also vielleicht mit Brechen und Würgen würde ich es vielleicht hinkriegen noch, indem ich jetzt mich gegen die Skorpione stelle, aber das... Nee. Scheiße. Ja, wir können im Freien baden oder duschen, das stimmt. Das stimmt. Ja, bei unserem Whirlpool, den wir jetzt geholt haben, ist jetzt noch eine Pumpe defekt, die müssen wir jetzt noch nachkaufen. Das machen wir aber erst nächsten Monat, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, wir können die noch nicht nutzen. Schade. Ja, Leute, wir sind noch wenige Punkte hinter. Ich muss mich gar nicht mehr so anstrengen. Also ich werde in meinen Dailies wahrscheinlich ein bisschen jetzt runterfahren, weil bis Ende des Monats kriege ich Jan auf jeden Fall noch ein. Geil, Mann. Gut, warte mal. Ich brauche ein Rezept hier. Garn. War das Garn? Ich kaufe jetzt einfach, pass auf. Wir haben ja Geld ohne Ende, ne? Wir haben ja Geld ohne Ende. Mundharmonika, geil. Bauwerkskörper, was haben wir denn hier? Ein Bürostuhl. So, ich guck noch mal ganz kurz. Neu sortieren. Aufträge, das hier, ne? Ich habe auch ein Badebecken. Ich habe ein Badebecken. Digga. Boah, da bin ich mal gespannt, ob sie es wirklich schaffen, null Ladezeit hinzukriegen. Und wenn ja, würde mich brennend interessieren, wie sie es geschafft haben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass mein Weg somit der einzige Weg ist, um null Ladezeit zu bekommen. Würde mich gerne interessieren. Aber werden wir wahrscheinlich nicht rauskriegen. Bam, 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 bam. Yeah, yeah. So, ist Heidi gerade in ihrem Laden? Sprich mit Heidi. Haben wir aktiv? Ach, die ist gerade da hinten. Okay, nee, da muss Gadi ran. Da laufe ich doch nicht hin, Leute. Ah, der Antivirus hat auch schon wieder eine Aufgabe für uns. Herr Antivirus. Oh, wild. Guckt mal, Leute, guckt mal. Die Brücke macht Fortschritt. Komm mal. So, this is it. The definitely not a Gunga mobile suit. While you were working, I factored this thing into my construction plan, and with it, we'll be able to finish what's left of the bridge base in just 2 days. And yeah, since nice. That's the case, I'll send word to Atara and have them send us a bridge inspector on the double. We'll have water trains back in Sandrock in no time flat. Sehr gut. She really has an amazing mind. Though, you'll never hear me say it to him. If his head got any more full of hot air, I think he might just float away. Well,
Thanks again for all your efforts. I'll show Chi. Alter, es gab auch schon wieder Handwerksrufpunkte. Wild. Ja, also ganz ehrlich, wir haben Jan so gut wie einen. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt ein bisschen verkacken und einfach nur noch eine pro Tag machen, weißt du? Da haben wir wieder ein bisschen Zeit für uns, für die Werkstatt, für alles drumherum. Ich glaube, das ist viel cooler. Und guck mal, was ich hier sehe. Ich habe ja gesagt, wir brauchen Holz. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch nicht gesammelt haben. Das werde ich jetzt direkt mal tun. Wir können auch da vorne wieder ein bisschen Gummi sammeln. Aber der Stumpf, der muss auch weg. Also ich muss ja sagen, das Anbausystem hier macht auf jeden Fall mehr Spaß, weil du hast halt ein bisschen mehr zu tun. Die Felder leveln, die Qualität der Felder wird halt besser, wenn es auch nicht allzu sehr realistisch ist, tatsächlich. Also es hat einen Teilrealismus, dass die Qualität des Bodens sich verbessert. Aber hier ist halt einfach nur, ja, durch Benutzung wird halt der Boden besser. In der Realität müssen halt verschiedene Pflanzen angepflanzt werden, damit der Boden halt mehr Nährstoffe bekommt, etc. Aber es ist halt schon geil gemacht. Es ist natürlich halt auch aufwendiger. Ich kann verstehen, dass Leute gar nicht so reingrinden wollen, das Spiel. Und dass sie chillig haben wollen. Wie Angie zum Beispiel. Dass sie das eher chilliger haben wollen, dass ihnen das zu viel ist. Aber es ist schon cool. Es ist definitiv cool. Okay, keine Ausnahme mehr. Es ist 19 Uhr. Ich glaube, ich brauche auch nichts mehr. Ich habe alles soweit gemacht. Wir sind hier durch. Unsere Nachbarn sind da. Bis nachher, AFK. Alles klar, Schneenschi. Bis Peter. Oh, ich habe gerade gesehen, hier hat etwas keinen Treibstoff mehr. Und auch noch das Wichtigste von allem. Was ist da los? Der darf doch nicht leer gehen. Der gute Veredler. Ne, das ist der Veredler. Oh ja, wild. Wir haben ja auch schon wieder Sachen fertig. Erntebereit. Ich würde mal sagen, wir machen aber auch nicht noch mehr. Sandloch haben wir ja mittlerweile mehr als genug. Haben wir eigentlich questtechnisch angebaut. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Ja, das Schwert ist jetzt halt so eine Sache. Das kriege ich... Kriege ich jetzt nicht mehr hin. Weil wir dafür Sachen brauchen, die... Ja, Skorpione halt, ne? Ich... Nähmaschine Stufe 1. Das habe ich jetzt schon gelernt, Garn. Da gucken wir direkt auch mal rein. Wir können die sogar schon... Ah ne, die kann man noch gar nicht upgraden. Interesting. Dafür brauchen wir Jute, Landwirtschaft. Nach einem gewissen Verarbeitungsaufwand können Rohstoffe für Rohstoffe gewonnen werden. Was ist Jute? Muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Ist das etwas, was wir anpflanzen können? Da, Jute. Das sind die Juten, weißt du? Die Juten Cantilobesiez. Spät haben wir es denn gerade? Der Wasserturm hat, glaube ich, bis 21 auf, ne? Das schaffe ich noch. 21 oder 22 hat er auf. Da kommen wir noch hin. Ich gebe mein Bestes. Also, Skadi gibt ihr Bestes. Und stopp. So, gucke ich doch mal. Hier, Weizen. Nee. Hat der halt gar nicht. Wie komme ich denn da ran? Wo gibt's denn Jute-Samen? Ich guck mal ganz kurz auf unserer Webseite des Vertrauens nach. Firefox. So. Gucken wir mal ganz fix nach. Hier geht's ja in Suchfeld, ne?
Jute. Wir brauchen Jute. So, da. Einmal Crafting. Tailoring, bla 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 bla. Cell Location. Blue Moon to go? Warte mal. Cell Price 4. Können wir das da, wird das da verkauft? Ist das Cell Location? Ich guck mal eben nach. Das wäre natürlich strong. Hat auch zum Glück 24/7 auf das Ding. Für 4 können wir uns ja tot kaufen, ne? So, Owen, ich habe keine Zeit für dich. Mehl. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber das sieht absolut nicht danach aus. Ich glaube. Obtaining Jute can be grown on the player's workshop by planting Jute Cantaloupe Seeds. Das haben die tatsächlich noch nicht mal. Can increase the yield. Das haben die noch nicht mal markiert. Das heißt, die haben das gar nicht in ihre Wiki drin. It can be used for crafting. Locations by the stairs. Locations by the stairs. Aber es stimmt auch nicht. Construction Junction Shop. Ach so, wir können es da überall einfach nur verkaufen. Also es ist nicht alles da. Also kaufen können wir es nirgendwo. Wo wir die Seeds herbekommen, habe ich keine Ahnung. Ich suche mal ganz kurz danach. Jute, ja, gar keine Informationen über die Seeds, ne? Also es steht schon eine Menge hier. Aber nichts über die Seeds. Scheiße. Wir können es halt anpflanzen. Mehr Informations gibt es dazu nicht. By time at Sand Rock. Das wäre halt schon geil, wenn wir das herausfinden würden, ne? Seed in Production, it's all secret, bla bla bla. Da ist auch nichts darüber. Da, das sieht gut aus. My Time in Sandrock Farming Guide, Tech Raptor. So, da suche ich direkt mal nach Jute. Jute Cantaloupe, Season Spring. Okay, das ist schon mal gut. Growtime 10 Tage, das ist glaube ich nicht mehr so. Doch, wir haben noch glaube ich über 10 Tage. Seeds bei Preis 132 Golds, aber wo? Buy sold at Farm Store. Farm Store? Ach, bei den. Die haben zu, ne? Moin, Dito! Alles für die Palidi. Übrigens, Dito geht's gut. Oh, doch. So, gibt's hier noch Jute? Gibt's hier Jute? Hier gibt's halt. Was ist denn der Farm Store? Was ist der Farm Store? Ich habe gerade gar keine, aber. Oder können wir die bloß. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Ja, oh, Hilfe. Oder ist jetzt die Frage, kann man die bloß im Frühling kaufen? Das wäre blöd. Darum geht's bei Ziki. Moin Dark in Space. Schön, dass du da bist.
Die gibt's auch bei Ziki. Warum findet man das hier nirgends im Internet, Digga? Ja, danke dir, danke dir, danke dir. Hat er auch 24/7 auf? Ich sprint da nochmal hin. Da geht's jetzt ganz fix hin. Sag mal ganz kurz Bex Hi. Bex Hi, was? Bex ist doch gar nicht hier, oder? Ach so, Bex ist live. Du gehst gerade zu ihm und sagst ihm, ah, das ist klar. Jetzt bin ich bei ihm. Wenn Dito gleich wieder da ist, habe ich auch mal eine Frage an Dito. Eine sehr ernste, ernstzunehmende Frage. Skandalöse Frage. Ich hoffe, er hört das und kriegt jetzt schon Angst. So, komm, wir gehen rein. Die Feuchtigkeitsfarm. Wir kommen zum Glück jederzeit rein. Ob er mit Valorant spielt. Das war noch nicht mal meine Frage, aber es ist auch eine gute Frage, ja. Wo kann ich denn hier Seeds kaufen, wenn ich mal fragen darf? Kann ich bei ihm direkt Seeds kaufen oder was? Hey there. Wo kaufe ich denn hier Seeds, Dark in Space? Der hat doch gar keinen Laden. Da hinten ist eine Kasse. See ya. Da. Da, 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 da. Oh mein Gott, hier gibt's alles. Hier geht's. Puckedimmt. Geil. Ich bin im Paradies. So, Sandreis, bla 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 bla. Keine Jute. So, hat sich das dann auch erledigt. Wir können das. Ja, dann. Ich will das gar nicht anbauen, ganz ehrlich. Ich will das nicht. Dito, meld dich mal, wenn du wieder zurück bist. Ich freue mich schon auf das August-Update. Keine Ladezeiten mehr. Wobei, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Aber das wird wild. Wenn die das wirklich hinkriegen. Wie gesagt, möglich ist das. Bex hat 104 Zuschauer. Wow. Ja, Bex ist mir auch aufgefallen. Wenn es mal schlecht läuft, hat er so 30. Ja, Bex ist voll der kranke Streamer geworden. Tausendmal mehr Rauschweine. Ja, er hat halt den einen Vorteil, er streamt halt nur ein Spiel, ne? Da hast du einfach viel, viel mehr Erfolg. Deswegen, da will ich auch so ein bisschen langsam hin. Und gerade die PUBG-Gemeinde immer weniger streamt PUBG und er bleibt halt dran. So. Gut. Dann gucke ich doch mal. Gut, anbauen können wir jetzt natürlich nichts. Das finde ich sehr schade. Das heißt, die Quest können wir eigentlich auch aufgeben. Ich glaube, die werde ich jetzt auch aufgeben. Mission, die kriege ich nicht gemacht. Aufgeben. Jo. Schade. Ruf der Werkstatt minus 3. Das ist schwierig. Und auch eine Beziehung zu Grace minus 2. Das tangiert mich sowas von gar nicht. Ich gucke aber mal tatsächlich, ob ich mir ein besseres Schwert machen kann oder braucht das. Oh mein Gott, das eiserne Großschwert ist so günstig. Für den Dolch. Moment, für den eisernen Dolch brauchen wir so Endstuff. Eisenspeer. Der ist halt auch ziemlich schwierig. Also ein Schwert und Schild ist halt auch wieder einfach. Das heißt, ein Großschwert ist auch ziemlich einfach. Ich baue mir das mal. Geil, wir haben eins. Braucht jetzt noch eine Stunde und 10 Minuten. Sehr gut. Wird heute noch fertig. Jetzt müsste ich ja doch noch Opale farmen. Ah ne, Blutsteine müssen wir farmen. Ich gehe nochmal in die Bar. Ich muss doch noch ein paar Punkte sammeln. Ich will noch Steine wegklopfen. Und wir müssen noch ein paar Punkte hier vergeben. Da machen wir hier unten, ne? War das Nahrung erhöht die Ausdauer um 10%. Nahrung erhöht die Ausdauer um 10%. Verstehe ich nicht. Egal, was wir essen. Oder hier im Shop. Sehen wir gleich.